Schwer ist es denn, Leute zu finden, so in der Regel? Wenn jemand mit einer Kamera daneben steht, umso schwerer. So alles in allem? Es ist ganz abhängig von Tageszeit und Befindlichkeit. Also am Anfang ist es natürlich noch sehr schwer, es ist noch relativ früh, die Leute kommen ja so aufs Gelände. Von daher bin ich eher so mittelzuversichtlich, dass jetzt viele mitmachen wollen. Es zeigt sich, dass je länger der Abend so läuft, desto eher sind die Leute auch gewillt, mal irgendwas Nettes zu sagen. Auch wie heißen die vier Fantas? Die vier Fantas? Das bin ich, Fabi, der Juni und... Nee, Thomas D., Hausmarke, Andi Y. und Smoothie. Oh! Okay, kleiner Textcheck. Ich fange an, du machst weiter. Ich schneide eine Schneise durch die... Scheiße! Entscheide auf der Reise, wie ich... Spielfehler! Okay, wir steigen nochmal von vorne ein wegen des Flows. Ich schneide eine Schneise durch die... Scheiße! Entscheide auf der Reise, wie ich... Heiße. Entgleise stellen, weise aber... Leise! Danke! Du hast Freunde, es war so mittelrichtig. Was meinen die Jungs, ist er jetzt der größte lebende Fanta-Fan? Natürlich, absolut. Absolut. Thomas, Mudo, Michi und Andi Y. Alles klar, du hast einen Punkt gewonnen. Im SWR Radiobus vor Ort werden die aufgezeichneten Interviews geschnitten, bevor sie über die Welle gehen. Wie geht das weiter? Und jetzt gilt es halt, das Rohmaterial so zu bearbeiten, dass es ein bisschen flüssiger wird. Man hat ja vorher gemerkt, die Leute lassen sich manchmal ein bisschen viel Zeit. Ich verbabbel mich, ich muss nochmal ansetzen. Solche Sachen versuche ich zu vermeiden. Das heißt, die Leute sollen gut rüberkommen und ich natürlich auch. Dabei ja, soll 16:45 schon besetzen, weil die nämlich so. Bei Sven und Jörg soll es vor allem gut aussehen. Das Team von 1 Plus ist zur Regiebesprechung zusammengekommen. Der Ablauf der weiteren Live-Sendung wird noch einmal durchgesprochen. Kameramänner, Aufnahmeleiter, Moderatoren. Jeder muss später wissen, wann er wo, was, wie zu tun hat. Und wir sind im Ich und Ich Konzert, das ungefähr ca. 15 Minuten dauern wird. Und bei Fanta 4 sind wir dann alle irgendwie schon so eingeruft, dass wir da richtig Stoff geben können jetzt in 100 Minuten. Okay? Also bitte dann um 16.45 Uhr am Gerät, dann kann ich euch zum Konzert noch ein bisschen mehr erzählen. Weil ich muss jetzt wieder in den Ü-Wagen. Die Fantastischen 4 kurz vor ihrem Auftritt. Thomas D., Smudo, Michi Beck und Andi Y. Also wirklich alle vier da. Das ist der offizielle Titel. Das ist der offizielle Titel. Fanta 4 ist viel hübscher, es ist viel kürzer. Viel süßer auch. Smudo, letztes Jahr wart ihr natürlich auch hier. Heimspiel, großes Konzert, 20 Jahre Fantas. Das war schon ein Riesenauftrieb. Das hat euch auch Spaß gemacht, oder? Oh ja, also letztes Jahr war im Prinzip was ganz anderes als dieses Jahr. Letztes Jahr war unser 20-jähriges Jubiläum in unserer Heimatstadt mit 70-köpfigen ostpreußischen aus der Ukraine stammendem Orchester, was natürlich auch ein tierischer Arbeitsaufwand war und sehr aufregend für uns. Und das heute ist etwas anderes, das heißt halt auch Heimspiel, was uns ehrt, weil das war auch ein schöner Tag damals. Aber heute ist das quasi der Kickoff zu einer hoffentlich 100-jährig stattfindenden Popfestival in Stuttgart, was die Region braucht, wenn man mich fragt. Heute haben wir kein Orchester dabei, das heißt, heute müssen wir doppelt so geil sein, allein schon. Das schafft ihr, oder, Michi? Ja, wir haben gelacht, oder? Die echten Fans, die... Erste Reihe Freaks. Stehen hier schon seit 11 Stunden. Ja, früh aufstehen, früh herkommen. Und erster sein. Und warum macht man sowas? Ja, um einfach hier in der ersten Reihe Fanta 4 zu erleben. Ich war die Erste hier. Ich war die Allererste. Ja. Und da willst du jetzt was noch rein? Ja, finde ich schon extrem cool von mir. Warum? Ja, weil das mein Einsatz und meine Liebe zu den Fantastischen 4 zeigt. Sieht man gut, hört man gut, geiler Sound. Vor allem jetzt die Premiere der neuen Platte hier vor heimischem Publikum wird geil und wir können nicht abwarten, bis sie endlich aufhören. Nicht, weil sie schlecht sind, sondern weil wir hoch wollen. Also dann wollen wir euch auch nicht länger aufhalten. Die Fantastischen 4 beim Heimspiel 2010. Wir freuen uns alle tierisch. Wir betreten die Arena, das wird kein Zuckerschlecken. Nur der geringste Fehler und schon kannst du's vergessen. Doch wir gehen nicht in Deckung, wir wollen uns nicht verstecken. Wir sind dafür geboren, die Gladiatoren. Was ein Einmarsch, wir kommen hier rein, es kennt kein Arsch. Was soll das sein, es wird kein Spaß. Das wird sicher nicht einfach, doch wir wissen, dass es keiner allein schafft. Wir sind gefährdet, eine Gemeinschaft. Setzen ehrlich gesagt alles auf ein Blatt. Sollten wir scheitern, holt bitte keinen Arzt. Macht euch bereit, denn ihr kommt zur Einsatz. Wir betreten die Arena, das wird kein Zuckerschlecken. Nur der geringste Fehler und schon kannst du's vergessen. Doch wir gehen nicht in Deckung, wir wollen uns nicht verstecken. Wir sind dafür geboren, wie Gladiatoren. Was läuft, Chris? Wir kommen hier rein und nehmen's raus mit. Keiner, der nicht direkt
Welt austickt, der hier drin nicht ausflippt, wenn sich wieder mal heraus mit Applaus mischt. Stehen oben, ständig auf Lauschgift, geh nicht zu Boden, bis die Presse das rauskriegt. Du bleibst am Leben, solange du nicht aufgibst. Wir werden sehen, wer als Letzte hier rausgeht. Wir betraten die Arena, das war kein Zuckerschlecken. Wir machen ein paar Fehler, den Rest haben wir vergessen. Wir gehen in die Entdeckung, wollten uns nie verstecken. Wir sind dafür geboren, wie Gladiatoren. Jungs, ich warte auf den Thomas, der ist in der Mitte, der müsste eigentlich alleine kommen. Ich brauche Percussion aus der 4 am Anfang, ich brauche einen Downer. MFG, mit freundlichen Grüßen, die Welt in große Füßen, denn wir stehen drauf, wir gehen drauf, für ein Leben voller Schall und Rauch. Ja, ja, bevor wir fallen, fallen wir lieber auf. MFG, mit freundlichen Grüßen, die Welt in große Füßen, denn wir stehen drauf, wir gehen drauf, für ein Leben voller Schall und Rauch. Ja, ja, bevor wir fallen, fallen, fallen wir lieber auf. MFG, mit freundlichen Grüßen, die Welt in große Füßen, denn wir stehen drauf, wir gehen drauf, für ein Leben voller Schall und Rauch. Bevor wir fallen, fallen wir lieber auf. Genau. MFG. Die Phrasenmäher kommen endlich dazu, einen Live-Auftritt der Fantas zu erleben. Gemeinsam mit ihrem Manager Lesker lassen sie das Festival ausklingen. Auch Claudia und Stefan, die Sicherheitsleute, sind zufrieden. So, der Tag ist ja jetzt quasi vorbei. Was für ein Resümee würden Sie denn ziehen von dem Tag heute? Dass es heute eigentlich ein wünschenswerter Tag war. Total ruhig, stressfrei. Die Leute waren sehr angenehm, keine großen Diskussionen. Und alles ist eigentlich so verlaufen, wie es sein sollte. Auf der Bühne das große Finale mit Thomas D. Der Krieger erwacht, er wurde über Nacht zum Krieger gemacht, macht sich bereit, hat sich gedacht, wir haben die längste Zeit, Zeit mit Warten verbracht, Zeit mit Worten verbracht, das uns bequem gemacht, jetzt macht sich Zeitlosigkeit breit, der Schläfer erwacht und ist bereit und befreit vom Raum, lebt er in der Vision, beschreitet einen Traum in geheimer Mission und er kämpft, um die anderen aus ihrem Traum zu wecken, weil er weiß, dass in ihn viele kleine Krieger stecken und dennoch sagt er nicht, komm mit mir. Er fragt nach deinem Traum, fragt, warum bist du hier? Er hat die Macht der Magie, im Fluss der Zeit wird ihm klar. Er nimmt mit allen seinen Sinnen seine Zukunft wahr. Er weitet das jetzt durch sein Bewusstsein, erfüllt vom Augenblick. 9 Bands, 4 Fantas und ein zufriedener 1-Plus-Regisseur Sven Offen, dessen Team bis zum Schluss, wie angekündigt, richtig Stoff gegeben hat. Es geht noch weiter als der Zauber wird, er wacht auf und weiß es, er wacht auf. Wie groß ist das Tattoo 3? Wie groß ist das Tattoo richtig groß? Okay, jetzt langsam aufziehen. Sieh auf. Und 8 und 6 und rüber nach links. Und jetzt 6. Ja, schön. Das ist okay.